So, herzlich willkommen zurück zu Pendiment. Wir sind an einem sehr interessanten Punkt. Ich versuche irgendwie an das grauenvolle Jahr dran zu kommen, weil ich vermute, dass dort die Mordwaffe liegt oder was anderes, wer weiß das schon. Und ich muss vor allen Dingen noch der Frage nachgehen, was mit Linhard ist. Ja, also das heißt, es gibt noch ein anderes Mädchen, das gestorben ist, das möglicherweise schwanger war oder mit ziemlicher Sicherheit schwanger war, aber es war eben nicht Mathilda. Und Mathilda hat den Baron nicht erschlagen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es sei es drum. Also wir blenden mal auf das Spiel und fahren einfach oder laden tatsächlich den Spielstand der Baron die Stadt mit. Und ich wollte mit bei Steinhaus essen. Mal sehen, ob ich da was erfahre. Linhard. Andreas. Guten Tag, Linhard. Habt ihr einen Moment zum Reden? Macht schnell. Ich würde gern mit euch und Agnes das Brot brechen. Wir haben noch nie eine Mahlzeit geteilt. Es spricht nichts dagegen. Agnes würde euch gerne bewirten. Für euch jetzt passen? Das wäre großartig. Dann sollten wir sie nicht warten lassen. Segne uns, Herr, und daher diese deine Gaben, die wir durch deine Gnade erfahren haben. Und wir beten, dass du die Seelen der beiden Unschuldigen beschützt, die an deiner Seite ruhen. Wir vermissen sie sehr. Das sind die zwei Unschuldigen. Das ist das Mädchen, das ungeborene Kind. Durch Christus unseren Herrn. Amen. 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 Du siehst müde aus, Agnes. Hat Else dich wieder wach gehalten? Ach, schon gut. Sie braucht Unterstützung und ich helfe ihr gern. Jemand muss sich ja um die Frauen in der Stadt kümmern. Werner schert sich darum herzlich wenig als der Arzt. Ist Else die Frau des Müllers? Sie ist mit Leonard Müller verheiratet, ja. Es überrascht mich, dass du sie noch nicht getroffen hast. Mich auch. Ist dir etwas zugestoßen? Sie hat vor ein paar Wochen ein Kind verloren. Sie war überwältigt vor Freude, als sie erfuhr, dass sie gute Hoffnung war, also schwanger. Aber sie kam schon bald wieder ihre Blutung. Es war schwierig für sie. Aber sie hat es nicht zum ersten Mal erlebt. Sie wird es auch diesmal schaffen. Ihre Liebe zu Christus und zu ihrem Ehemann ist sehr stark. Sie ist ganz vernarrt in ihn, obwohl Leonard das kaum verdient hat. Warum sagt ihr das? Der Müller ist kein netter Mann. Weder dem Bauern noch seiner Frau gegenüber. Gerüchte zu verbreiten gehört sich für einen Christen nicht, Agnes. Das ist doch kein Geheimnis. Der Mann verfügt über große Macht in dieser Stadt und er stellt sicher, dass wir es alle wissen. Nehmt es als Warnung, Andreas. Mit dem Müller sollte man es sich nicht verscherzen. Seine Unfreundlichkeit ist sicher auch für ihre Blutungen verantwortlich. Else darf nicht mit bösen Erfahrungen belastet werden. Die geistige Gesundheit einer Mutter ist genauso wichtig wie ihre körperliche Verfassung. Ich habe versucht, Leonard deshalb zu sagen, dasselbe zu sagen, aber ich bin nur die Dorfhebamme. Meine Meinung scheint einen Mann wie ihn nicht wahr zu kümmern. Schon gut, Andreas, der Sohn Paul wird sich trösten. Er ist ein lieber Junge, der seine Mutter über alles liebt. Das war den, den wir an der Salzmine gesehen haben. Und wenn er das Einzige ist, was der Herr ihr lässt, wird sie trotzdem gesegnet sein. Das Beste, was wir für... Das war deren Tochter. Das ist Else? Das Beste, was wir für Else tun können, ist, sie so zu behandeln, wie es Christus uns lehrt. Agnes und Linhard haben ihre Tochter verloren. Die war schwanger. Sie ist nicht die einzige in Tersing, die in ihrer Ehe nicht glücklich ist. Sogar meine Brigitta hat ihre Schwierigkeiten. Ist die, die mit Martin verheiratet ist.
Martin Bauers Frau, ich wusste gar nicht, dass sie eure Tochter ist. Unser einziges noch lebendes Kind. Die haben ihre Tochter, zweite Tochter verloren. Ja. Möge Gott ihrer Seele gnädig sein. Wir hätten ihrer Heirat niemals zustimmen dürfen. Sie hat etwas besser verdient als Martin Bauer. Sie liebt ihn, Lennart. Und irgendwann muss sie doch mal heiraten. Was hätten wir denn tun sollen? Habe einen Mann gefunden, der nicht völlig nutzlos ist. Zumindest haben wir Wolf herausgeholt. Ich werde dafür sorgen, dass er ordentlich aufwächst. Er wird einmal ein großer Steinmetz werden. Das ist Wolf. Eieiei. Genau wie sein Großvater. Warum erzählst du Andreas nicht von deiner Arbeit und der Arbeit? Hey. Hattest du dort nicht etwas Seltsames gefunden? Inwiefern seltsam? Ach, das. Ich habe gerade eine Mauer in der Krypta repariert. Die Abtei war einst eine römische Festung. Sie ist nicht mehr die jüngste. Als ich gegen ein Relief der Mutter Maria stieß, öffnete sich eine Tür. Das war wirklich haarsträubend. Wohin führte er? Ausgerechnet in die Bibliothek. Wie dem auch sei, ich habe meinen Kopf durch die Lücke gesteckt und eine der Nonne fing an zu schreien. Das hast du mir gar nicht gesagt. Es war mir unangenehm, dass ich sie erschreckt hatte. Ihr müsst Schwester Illuminata halb zu Tode erschreckt haben. Ah, ich hätte wahrscheinlich erst anklopfen sollen. Man weiß nie, was sich hinter einer verschlossenen Tür verbirgt. Wo wir gerade vom Arbeiten sprechen, ich sollte weitermachen. Nach dem Sturm ist noch jede Menge zu tun. Schön, dass ihr hier wart, Andreas. Gebt gut Acht auf euch, Agnes und Lennart. Habt Dank für eure Gastfreundschaft. Wir sehen uns in der Abtei, nehme ich an. Nonne, arbeiten. Einen Tag verbleiben. Das ist nicht viel. Kruzifix. Gibt's auch nichts anderes. So, wir gehen mal raus. Lennart. Okay. Lennart mache ich jetzt nicht. Ich mache jetzt, nachdem ich Volkbert schon dazu eingespannt habe. Ich mich erstmal um Gerhards Grab. Hoffentlich gelingt mir das. Hoffentlich gelingt mir das. Weil Linhard, wenn Linhards Tochter gestorben ist und der Baron damit im Spiel hängt und sie möglicherweise geschwängert hat, von aus aussieht, und die beiden tot sind. Dann hat Linhard ein ziemlich starkes Motiv. Rüdiger, guten Tag. Wo ist Volkbert? Volkbert, wo bist du? Ist der... Da ist G, mit dem rede ich jetzt nicht. Wo ist Volkbert? Ist der unten bei den Tieren? Das wäre natürlich super. Da müssen wir gar nicht so weit weg. Oder ist er schon mit dem Grab beschäftigt? Nee, offensichtlich nicht. Da muss ich jetzt Volkbert finden, wo der sich rumtreibt. Besser, ich laufe dem ab, nicht vor die Flinte. Sepphard. So, da ist Volkbert. Super. Da seid ihr ja wieder, Andreas. Seid ihr bereit, Bruder Gerhards Grab auszuheben? Ja, fangen wir an. Na schön, ich hole die Schaufel. Großartig, großartig, großartig. Wie lange tut ihr das schon, Bruder Volkbert? Nun, seit ihr mich gefragt habt und wir hierher gekommen sind. Nein, ich meine, wie lange hebt ihr hier in der Abtei schon die Gräber aus? Oh, weniger als ein Jahr. Ein Mann aus dem Ort hat die Gräber ausgehoben. Nachdem Vater Matthias starb, sagte Vater Gernot, einer Bruder soll es tun. Habt ihr Vater Matthias begraben? Nein. Ich habe zugesehen, wie der alte Otto Zimmermann ist tot.
Vater Matthias war der Letzte, den er hier begrub. Der alte Otto war ein netter Mann. Seitdem habe ich ihn allerdings nicht mehr gesehen. Vielleicht begräbt er jetzt Leute in Tassing. Er hatte einen Schlaganfall und arbeitet nicht mehr. Sein Sohn Otto ist nun der Zimmermann in der Stadt. Oh, nun, er ist immer noch ein guter Mann. Ich sollte weiter arbeiten. Guido Ferenc sagt, untätige Hände sind Werkzeuge des Teufels. Kriegt aber schon lang, hey. Das wird eine Weile dauern. Habt ihr alle Grabsteine gelesen? Da stehen ein paar richtig alte. So. Was soll ich denn jetzt machen? Oh, hier, der ist neu. Hier ruht Pater Matthias. Ja, stimmt etwas nicht. Sein Grabstein ist aus Holz. Werden Äbte normalerweise nicht mit mehr Marmor begraben? Ich denke, ihr habt recht. Ich glaube, alle anderen Äbte sind in der Krypta oder unter der Kirche. Aber Vater Gernot sagte, wir können es nicht leisten, das besonders für Vater Matthias zu richten. Das scheint mir respektlos. Nun, Vater Abt sagt, wir müssen uns ein paar Jahre warten. Das ist alles. Ich schätze, wir müssen einfach eine Weile Geld sparen. Ich verstehe immer noch nicht, warum Vater Matthias gestorben ist. Ich auch nicht. Wir haben zu Abend gegessen und ihm wurde schlecht. Es geschah so schnell. Ich kannte ihn nicht sehr lange, aber ich vermisse ihn. Na, wenn da mal nicht Gift im Spiel war. Okay, da schachtet hier in Ruhe das Grab aus. Boah, es sind aber viele Gräber. Schwester Maria, die Bibliothekarin. Vermutlich vor eurer Zeit hier. Oh ja, Mutter Cecilia mochte Schwester Maria sehr gern. Alle älteren Schwestern sagen, sie war eine nette Frau, die den Herrn liebte. Bald grab ich sie aus. Die Krypta. Die Brüder und Schwestern liegen hier begraben, bis ihre Körper nur noch Knochen sind. Dann grab ich sie aus und bringe sie in die Krypta. Wir haben hier nicht viel Platz, wisst ihr? Okay, dann lassen wir ihn mal machen. Wo ist das noch ein Grab? Das ist jetzt interessant. Brunhilde. Äbtissin. Hm? Hier liegt niemand begraben. Das ist nur eine Markierung von früher. Ich muss sie irgendwo hinbringen. Ja, das 12. Jahrhundert, aber Äbtissin. Hier ist aber der früher von Anna Äbtissin geleitet. Genau, das ist der Witz. Deswegen die Grund. Ja, ich weiß nicht. Ich war nicht dort. Vater Gerhard muss es wissen. Ich möchte keinen Ärger bekommen. Ich bin sicher, darum muss man sich keine Sorgen machen. Das wirst du nicht. Wenn etwas geschieht, bekomme ich den Ärger, nicht du. Ich weiß nicht, Andreas. Was ist, wenn der Abt wütend wird, dass er euch fortschickt? Euer Manuskript? Warum grabt ihr nicht einfach weiter? Bruder Wieslaw sagt immer, körperliche Arbeit macht den Kopf frei. Jetzt kommt Mathieu. Großgrundgütiger. Seht, da kommt Bruder Mathieu. Ach, verdammt, jetzt können wir uns gleich zusammen. Ich sollte mich verstecken. Warum grabt der Bruder Gerhard aus, Bruder Volkbert? Man sagt mir, Vater Abt meint, es sei in Ordnung. Hat jemand anderes euch darum gebeten? Andreas, aber er... Hat der Abt euch persönlich die Erlaubnis gegeben, Bruder Volkbert, oder hat euch Andreas dies nur gesagt? Ich weiß nicht, aber es tut mir leid. Er sagt, es sei in Ordnung. Anscheinend hat euch jemand einen Streich gespielt, Bruder Volkbert. Habt Erbarm, Bruder Mathieu, bitte sagt Vater Abt nichts davon, ich möchte nicht gehen. Der Abt wird euch nicht fortschicken, aber er wird sehr unglücklich darüber sein. Bitte begrabt Bruder wieder und widmet euch den anderen Aufgaben, wir sprechen später darüber. Na, das ist richtig schief gegangen. Das wird eine Weile dauern. Bruder Mathieu war wirklich wütend. Denkt ihr, ich werde in Schwierigkeiten geraten? Ich habe Angst, Andreas, ich will nicht weggehen. Alles wird gut, Bruder Volkbert. Vater Gerhard wird euch nicht bestrafen, das, warum ich euch gebeten habe. Vielleicht, ich weiß es nicht. Schnief.
Das ist alles ein Quatsch. Okay, dann kümmern wir uns jetzt um... Hui, wieso kann ich hier nicht reingehen? Wo ist das? Ja, Rot Bruder Jakobus aus Köln. Nein, er starb, bevor ich hierher kam. Bruder Wolfslauf sagt, er war der witzigste Mann, den er je gekannt hat. Bruder Piero und Bruder Edok meinten das auch. Ein zum Schatzen aufgelegter Mensch. Es hieß, er könne mit seiner Stimme alle anderen Brüder nachmachen. Und dass sein Gesicht von Biton war und alle möglichen Grimassen schneiden konnte. Einige Brüder lachten über mich, aber ich glaube nicht, dass ich lustig bin. Nicht wie Bruder Jakob. Wer lacht über euch? Bruder G und Schwester Stena und vielleicht noch welche von den anderen. Manchmal erzählen sie Witze und ich verstehe nicht, was witzig ist. Und wenn ich frage, weiß ich nicht, ob sie über den Witz oder über mich lachen. Mich überrascht, dass Vater Gernot das gestattet. Oh, Vater Gernot weiß es nicht. Glaube ich zumindest. Aber ist schon in Ordnung. Bruder Wojtlaw lässt nicht zu, dass sie mir wehtun. Er ist immer am nettesten zu mir. Andreas, ich habe jetzt Bruder Gerhard erreicht, aber... Ja, stimmt was nicht mit der Leiche? Nein. Ich denke nicht, aber hier unten ist auch ein Sack. Was für ein... Lasst mich sehen. Das ist es. Ein Werkzeug des Arkan. Sie können keinen anderen Nutzen haben. Werkzeuge? Wie diese Schaufel? Nicht ganz. Werkzeuge der Magie. Zwei sind mit Edelmetallen überzogen und graviert. Ein silberner Stab und ein goldener Teller. Auf dem Stab befinden sich Tierkreiszeichen. Auf dem Teller befindet sich eine Schrift, die ich nicht kenne. Und ein Messer scheint ganz normal zu sein, aber zusammen mit den anderen beiden Dingen, die hier vergraben sind... Warum würde jemand das hier vergraben? Weil man nicht will, dass sie gefunden wurden, weil sie verboten sind. Moment, da klebt Blut in den Gravuren des Stabs, getrocknet, aber gar nicht so alt. Ferenc wollte das hier säubern, konnte aber noch nicht alles entfernen. Wurde Lorenz vielleicht damit ermordet? Ich denke ja. Ist dies das Werk des Teufels, Andreas? Nein, nur das eines Mannes. Wirklich? Wer? Ich kann es euch nicht sagen, Volkbart. Tut mir leid. Warum nicht? Was geht hier vor? Ich verstehe das nicht. Das werde ich herausfinden müssen, Bruder Volkbart. Seid bedankt für eure Hilfe. That's it. Ich sollte jemanden finden, bei dem ich essen kann. Das ist die Mordwaffe. Okay, Mathilde war es nicht. Steinmetz war noch ein Thema. Wir gehen zum Strafgericht. Ferenc. Andreas, kann ich euch behilflich sein? Ich habe eine seltsame Nachricht in eurer Vorstelle gefunden. Sie ziert eine ungewöhnlich schöne Handschrift. Ich habe andere in der Umgebung von Tassin gefunden mit der gleichen Hand, die offenbar aus dem Nichts aufgetaucht war. Was wolltet ihr in meinem Haus? Ich sehe mich nur um und genieße den Ausblick. Das sind meine Privatgemächer. Ihr könnt hier doch nicht herumstreifen wie auf dem Marktplatz. Wenn es jemand auf euer Leben abgesehen hat, da draußen läuft ein Mörder herum, Prior Ferenc. Ihr seid unmöglich. Ein Mann mit Manieren schnüffelt doch nicht in fremden Leuts Sachen herum. Ich habe nichts zu verbergen. Warum verbrennt ihr dann die Nachricht? Es ließ sich nicht mehr viel entziffern, nur noch der rote Vogel, Matutine. Als ich zur Matutine aufstand, habe ich auf meinem Tisch etwas Seltsames gefunden. Ich konnte nichts damit anfangen und warf es ins Feuer. Wo er schlafen ging, war das noch nicht da. Ich habe nichts bemerkt, aber ich hätte es auch übersehen können, so klein wie es war.
Sie sind nur ein Stück Papier, aber die Handschrift war schön, da habt ihr recht. Ganz gewiss anders als das, was die Brüder im Skriptorium aufzeichnen. Wirklich beunruhigend. Könnt ihr euch an den Wortlaut erinnern? Nein. Nur der Inhalt, denn nur den Inhalt empfand ich als unsinnig und verstörend. Das Einzige, was noch zu lesen war, war der rote Vogel. Ihr wisst nicht, was das sein könnte. Aus einem Bestiarium schwer zu sagen. Meine Augen richten sich auf den Himmel, nicht auf Bäume. Obwohl, viele rote Vögel sieht man nicht auf dieser Höhe. Ein Rotkehlchen vielleicht oder eine Schwalbe? Aber sei es drum, das Ganze ergab keinen Sinn, das sagte ich doch. Eine Sache noch. Wer hat Zugang zu eurem Haus? Jeder hier in der Abtei. Aber was schert es euch? Es war nur ein Stück Papier. Ich habe bei dem Baron eine ähnliche Nachricht gefunden, als Plutter vorhin seine Leiche untersuchte. Der Abt hatte euch doch aus der Abtei fortgeschickt. Andreas, eure nachlässige Haltung gegenüber erfordert gerne als Anweisungen. Empfindet ihr das nicht als seltsamen Zufall? Nein, wir führen hier eine Schreibstube, Meister Maler, und beherbergen die vielleicht größte Bibliothek in ganz Bayern. Hier liegen überall Pergamentstücke herum. Sie vermehren sich wie Silberfischchen zwischen den Seiten unserer Bücher. Seid ihr nun zufrieden? Das wäre nun mal alles. Vielen Dank. Ausgezeichnet, sind wir fertig? Ich hätte noch einige weitere Fragen. Gut. Bruder Volkbert und ich haben Bruder Gerhards Grab geöffnet. Und wir haben interessante Gegenstände gefunden. Ein Messer, ein Teller, ein Stab. Alle mit Tierkreiszeichen verziert. Sonderbar. Dies sind magische Werkzeuge, rituelle Werkzeuge. Sind sie das? So, du meine Güte. Wozu dienen sie? Da bin ich überfragt. Einer der Brüder muss in seinem besonders üblen Streich spielen. Sicher Bruder G. Er hat Respekt vor niemandem, ob tot oder lebendig. Aber hegt Bruder G. ein Interesse für das Okkulte? Warum so ausweichend, Bruder Ferns? Wir haben das besprochen. Schweigt. Seid einfach still. Ich will nichts mehr davon hören. Ich weiß, dass sie euch gehören, Ferenc. Ritualgegenstände, nicht wahr? Für eure Zauber? Oh, ihr habt recht. Das Messer, der Teller und der Stab gehören mir. Ich habe sie aus Angst vor dem Baron versteckt. Er drängte mich, ein Ritual durchzuführen, wie ihr wisst. Ich glaube, törichterweise, wie mir nun bewusst wird, ich könnte ihn von dieser Besessenheit abbringen, wenn nur die Gegenstände nicht auffindbar wären. Ich verstehe, und wer erklärte das Blut an dem Stab? Das was? An dem silbernen Stab, ganz offenbar, habt ihr versucht, es abzuwischen, aber es hat die Gravuren verfärbt. Es ist mein Blut, mehr nicht. Das Ergebnis eines harmlosen Rituals, das die Hilfe der Engel erfleht. Ich verstehe, was ihr andeuten wollt, Meister Maler, aber ihr könnt nicht wahrhaft glauben, dass ich den Baron getötet habe, nicht wahr? Wir wissen beide, dass es nicht Bruder Piero getan haben kann. Das ist eine Angelegenheit, über die der Erzdiakon zu entscheiden hat, wie der Abt versuchte, euch einzuschärfen. Bitte geht, Andreas, ich kann nicht länger darüber sprechen. Ich lasse euch in Ruhe. Gabt euch wohl, Prior Ferri. Gabt euch wohl, Meister Maler. Das ist doch alles zu absurd. Hier gibt's auch nichts mehr zu sehen. Es hat genau die Form, die erwartbar wäre für die... Das ist aber auch nichts mehr, ne? Bibliothek, da ist auch keiner. Gehen wir mal in die Kirche. Ach, komisch, dass dann... das Grab doch ausgehoben worden ist. Kann ich nochmal in die Bibliothek? Das wäre natürlich stark. Nee, das hat sich erledigt, das Thema. Ja, der Ferenc hat ein starkes Motiv. Die Mordwaffe versteckt.
Die sind alle noch am Beten. Margarete. Gott sei Dank. Nee, mit denen kann ich nicht mehr reden. Und was muss ich jetzt machen? Muss ich jetzt wirklich essen gehen? Ah, jetzt muss ich erst. Soll ich beim Köhler essen? Ich guck mal noch schnell, ob ich noch ein paar Geschichten mit Linhard vorantreiben kann. Und wenn nicht, esse ich beim Köhler. Das mache ich. Also, ist ja eigenartig. Die Mühle, die Mühle, die Mühle, die Mühle. Mit Else, der Müllerin. So, mal sehen, ob Linhard noch da ist. So, dann muss ich, glaube ich, hier lang. So, Linhard arbeitet nicht. Gut, dann gehe ich beim Köhler essen. Ne, du musst hier raus. Mal gucken, ob jemand bei der... Schreit der Saat, hier ist niemand. Und hier unten, ein Wasserfall. Nur zur Sicherheit, guck mal. Also Matthias ist auch irgendwie ziemlich schnell gestorben. Das ist sehr eigenwillig hier. Sieht aus wie ein Gedenkstein. Wo begraben denn eigentlich die Tassinger ihre Toten? Ist noch kein Friedhof entdeckt. Okay. Adam. Braucht etwas, Meistermaler. Würde es dir etwas ausmachen, wenn ich mich zum Essen zu dir setze? Ich sei dir sicher. Ja, warum nicht? Nun dann, seid willkommen. Geht es in Ordnung für dich, Watzlaw? Ich denke schon. Gut, schön, sehr schön. Segne uns, o Herr. Durch Christus unseren Herrn. Amen, Amen, Amen. So. So, gegessen. Danke für die Gastfreundschaft. Natürlich, wir freuen uns, euch hier zu haben. Wie soll Watzlaw sonst an den neuesten Klatsch aus der Stadt kommen? Moment, ich hab nicht... Schon gut, schon gut. Ich habe noch Spaß gemacht. Ich habe dich nicht für einen großen Schwatz gehalten. Nichts für ungut. Bin ich auch nicht. Keine Sorge. Dann schmoll auch nicht deshalb. Ein Stück Bergkäse. In Wahrheit bin ich der Schwatzenmeister, Maler. Ich kann zwar nicht mit den anständigen Leuten zechten, aber ich weiß gern, was vor sich geht. So, mal gucken, ob der nicht noch passt. Ja. Dorffleisch. Wenn ihr mir etwas erzählt, erzähle ich euch auch etwas. Ich will niemanden in Schwierigkeiten bringen, Adam. Wer macht denn Schwierigkeiten? Das sind nur ein paar Männer, die sich im Wald die Zeit vertreiben. Ich mag es nicht, wenn andere Gerüchte über mich verbreiten, also verbreite ich auch selbst keine. Klatsch und Tratsch kann Menschen verletzen. Ihr zwei seid wie ein paar alte Weiber, einfach kein Problem. Niemand wird verletzt, wir erzählen nur ein paar Geschichten. Also gut, was hast du gehört? Watzlaw weiß etwas über den Prior, nicht wahr, Watzlaw? Warum ziehst du mich damit rein? Also entweder erzählst du die Geschichte oder ich erzähle meine eigene Fassung davon. Dämlich, also gut. Vor ein paar Wochen habe ich diesen Kerl, den Ungarn im Wald gesehen. Er hat irgendein Ritual mit Blut durchgeführt. Wessen Blut? Sein eigenes. Er hat sich während des Rituals in die Hand geschnitten und das Blut in einen Becher tropfen lassen, glaube ich. Er wollte immer wieder irgendeinen Satz Sex, Lux... Tenebri. Exlux Tenebris, als Licht aus der Dunkelheit oder so etwas. Ach so, hier. Ex Tenebris, Exlux Lux, meint ihr Lux? Ex Tenebris Lux, das bedeutet Licht aus der Dunkelheit. Hat die Angst gemacht, was? Was, Love? Nun, es stört mich nicht, wenn Menschen seltsame Dinge glauben. Sie sollen machen, was sie wollen. Ich mag einfach kein Blut.
Was in einem Körper ist, sollte auch dort bleiben. Man kann Schlimmeres singen als Licht aus der Dunkelheit. Es ist ein häufiges Thema im Johannesevangelium. Wenn ihr das sagt, habe allerdings noch nie Vater Thomas im Wald gesehen, genau, wie er sich vor der Messe in die Hand geschneidet. Haha, habt ihr sonst noch etwas gehört in letzter Zeit? Mir fällt nichts weiter ein. Nun, die guten Brüder und Schwestern der Abtei mögen vielleicht die Leute in der Stadt täuschen, aber nicht den alten Adam. Sie treiben allerlei Unfug in diesen Wäldern. Vorzüglich. Ach. Adam. Oh bitte, niemanden hier interessiert, ob ich lebe oder sterbe. Dann interessiert es sie auch sie nicht, was ich so erzähle. Bis es dahin, bis es dann doch tun. Ihr kennt diesen Mönchen, diesen Nonnen, die in der Stadt einkaufen. Wojslaw und Schwester Mathilda. Nun, sie gehen nicht nur gemeinsam einkaufen. Manchmal treffen sie sich im Wald, wo niemand sie sehen kann. Niemand außer dem alten rauchten Adam Köhler und tun, was Erwachsene so tun. Adam, was? Es ist wahr. Der Abt wäre rasend, wenn er das wüsste, und Mutter Cecilia wo auch. Nun, dann sagt ihm nichts davon. Von denen kommt eh keiner hierher, um mit mir zu reden. Schwester Gertrude redet mit mir. Also ja, aber sonst niemand. Habt ihr sonst noch etwas gehört in letzter Zeit? Nein, nichts. Egal, es gibt noch viel mehr zu erzählen. Na, die ganze Stadt wurde auf römischen Ruinen erbaut, nicht wahr? Und auch unter der Abtei befinden sich Teile einer alten Stadt. Vor hunderten von Jahren... haben die Römer hier oben alles möglich gebaut. Dann sind sie eines Tages einfach verschwunden. Wir haben auf ihren alten Knochen gebaut. In diesem Wald muss man immer noch vorsichtig sein, wenn man tritt. Man kann leicht in eine alte Ruine stürzen. Oder von einem Geist zu Tode erschreckt werden. Das ist wahr, Adam hat einen Geist gesehen. Das ist wohl ein Scherz. Ist es nicht? Fragt Adam. Es war spät am Abend. Der Mond stand hoch am Himmel und hat die Blätter ganz in sanftes Silber getaucht. Ich hörte ein Rascheln auf der Wiese. Wie Wind im Gras, wie Geflüster. Ich sah auf. Jetzt kommt meine Lieblingsstelle. Das ist gut. Und da stand er mitten auf der Wiese, als wäre er aus Mondlicht geschnitzt, fast vornübergebeugt. Er sieht mich an und es ist, als würde meine Seele durchbohrt. Nur diese Augen, dunkel wie Tümpel, die sich direkt in mich hineingeboren. Und seine Ränder, die Grenzen, sie schimmern. So stark, dass es wehtut, ihn direkt anzuschauen. Ich kann nicht anders, ich muss blinzeln. Als hätte Gott selbst meine Augen geschlossen. Dieser eisige Wind durchfährt mich. Der Atem des Winters. Und als ich wieder hinsehe, ist er verschwunden. Ich liebe diese Geschichte. Hm, vielleicht hast du wirklich einen Geist gesehen. Auf jeden Fall spukt es in diesen Ruinen. Na Adam, ich muss jetzt zurück. Und weiter Messer für die Alban schärfen. Also schön genug geredet. Es war schön, euch zu sehen, Meister Maler. Kommt gern wieder vorbei. Danke für die Gastfreundschaft. Bis zum nächsten Mal. So. Ich sollte mir etwas Schlaf genehmigen. Oh. Oh, Schrein der Satyr. Niemand da? Menschenskinder. Das ist echt ein blinder Fleck. So, mal sehen, vielleicht gibt es hier was zu entdecken. Die Salzmine. Ist hier jemand? Nee. Gut, also hier ist auch nichts Neues. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich vergesse noch irgendwas. Dass ich vielleicht wirklich selbst mit dem Messer am letzten Fering. Aber Wir schauen mal. Was ist mit Lennart? Lennart ist natürlich auch nicht draußen, klar. Es brennt Licht, bei Albans auch. Das ist schon alles sehr eigenartig.
kleiner als der Abtei, genau. Zum Gärtnerhof. Oi. Boislav? Andreas, Herrgott, da seid ihr ja. Bruder Boislav, was ist denn los? Der Erzieherkaun, er ist früher gekommen als erwartet und er hat ein ganzes Gefolge dabei. Er befragt alle, die den Baron Bruder Pio kannten. Ich habe ihm schon das wenig gesagt, was ich weiß. Er will morgen zur Nune mit euch sprechen. Er hat ausdrücklich nach euch verlangt. Sagt er, warum? Es ist ja kein Geheimnis, dass ihr in den Stadt in der Abtei herumschnüffelt und Dreck aufgewühlt habt. Ich hoffe, eure Schnüffelei war erfolgreich, andernfalls ist Piero so gut wie tot. Ich bin mir durchaus bewusst, was auf dem Spiel steht. Vielen Dank. Wenn ich nur ein paar mehr Tage Zeit zur Verfügung hätte, was immer geschieht. Piero weiß, wie sehr ihr für seine Belange kämpft. Allerdings, Andreas... Was gibt es denn? Nun ja, ihr wisst so gut wie ich, dass der Baron kein guter Mensch war. Ich will damit nicht sagen, dass ihn ein gerechtes Schicksal ereilt hat, aber denkt gut darüber nach, was ihr dem Erzherkon berichtet und über wen. Versteht ihr? Keine Sorge, habt ihr etwa Angst, dass ich dem Erzherkon berichte, was ich über Schwester Mathilda weiß? Ich will nur sagen, solltet ihr bei eurer Untersuchung etwas über sie gehört haben, so bitte ich euch, es für euch zu behalten. Ich werde tun, was in meiner Macht steht, um Schwester Mathilda zu schützen. Mehr verlange ich nicht. Ich sollte nach Kirsa zurückkehren. Der Abt hat wahrscheinlich bereits einen Tobsuchtsanfall. Gehabt euch wohl, Andreas. Ich werde heute Abend für Pieros Achtung beten. Das solltet ihr auch tun. So, jetzt wird's ernst. Ich muss irgendwie noch mit Linhardt noch irgendwie da... Bitte komm. Jetzt gehen wir mal ins Bett. Es wird spät, ich sollte schlafen, neue Kraft gewinnen. Zu Bett gehen. Ich weiß nicht, was ich mache. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ah, interessant. Oh, das sieht aus wie das himmlische Jerusalem. Ach, das ist der Traum. Dann gehen wir mal. Obwohl, 2, 4, 6 Tore. Nee, das passt nicht ganz. Andreas, wann kommt ihr nach Hause? Josef. Vater. Ah, okay. Vater, ich werde bald zu Hause sein. Ich muss nur den Auftrag... Ich bin ein wenig nervös wegen dieses Mädchens, Sabine. Macht euch keine Sorgen. Ich kannte eure Mutter kaum, bevor wir heirateten. Außerdem braucht ihr eine Frau, wenn ihr euren Betrieb als Meister öffnen wollt. So lautet das Gesetz. Ja, natürlich. Ihr werdet es nicht ebenso aufgeben wie die Universität, oder? Nein, natürlich nicht. Gut. Ohne meine Arbeit für den Rektor hättet ihr nie die Gelegenheit dazu gehabt. Die meisten Menschen bekommen keine zweite Chance, nachdem sie so etwas weggeworfen haben. Ich weiß, Vater. Wir sehen uns, wenn er zurückkommt. Sicher, alles klar. Naja. Halt. Sabine? Oh, ihr seid es. Ich habe nur das Bild von euch, das mein Bruder Daniel angefertigt hat. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie ihr seid. Seid ihr wirklich so hübsch? Ist es eure Fantasie oder ein Porträt von Daniel? Ich nehme an, beides. Wer ist wohl der größere Lügner, sein Porträt oder eure Fantasie? Wahrscheinlich das Porträt. Er ist ein bezahlter Schmeichler. Das ist ein Armutszeugnis für eure Vorstellungskraft. Oder große Lüge für meinen Bruder. Wir sehen uns bald, Andreas. Wirklich, meine ich. Ich denke, das ist wahr. Bis dann. Ja. Wir kommen zurück. Andreas, es ist schon lange her, dass ihr diesen Hof mit eurer Anwesenheit beehrt habt. Verzeiht, Eure Majestät. Meine Gedanken waren mit einer Tragödie in der Abtei von Kirsau beschäftigt. Welche Art von Tragödie? Die Ermordung eines Adligen, eines engen Freundes des Fürstbischofs von Freising. Mein Freund, Bruder Piero, ist der einzige Verdächtige des Abtes. Ich weiß aber, dass er es nicht getan haben kann.
Woher wisst ihr das? Hinterfragt eure Annahmen, mein Sohn. Abgesehen davon, dass er kein Motiv hat und Gewalt nicht Teil seiner Natur ist, ist er körperlich zu so einer Tat gar nicht in der Lage. Er ist nicht sonderlich stark und hat eine Handlähmung, die ihm schon das Halten eines Pinsels erschwert. Es ist unvorstellbar, dass er die Kraft und Entschlossenheit hat, den Baron mit einem Schlag auf den Kopf zu töten. Auf dieser Hölle von einer Erde passiert eine Menge unvorstellbarer Mist, Andreas. Ich glaube einfach nicht, dass er es getan hat. Er getan haben kann. Es muss eine bessere Erklärung geben. Was gedenkt ihr zu unternehmen? Soll ich vor den Erzdiakonen gezerrt werden, werde ich ihnen sagen, was ich über andere Leute weiß, die ein Motiv haben, den Baron zu töten. Ich muss glauben, dass er erkennen wird, dass es viel wahrscheinlichere Verdächtige als Piero gibt. Warum habt ihr diese Aufgabe auf euch genommen? Ich muss Bruder Pieros Leben retten. Er hat sonst niemanden, der ihm hilft. Eure Liebe und Hingabe zu ihm sprechen für euren Charakter. Ein Mann, der vor seinen Ältesten demütig ist, ehrt auch seine Götter. Das müsst ihr ja sagen, alter Mann. Hat aber recht, wenn Andreas ihm nicht hilft, wird es niemand tun. Genau. Ich verstehe, warum die Brüder und Schwestern nicht gegen den Abt vorgehen können, aber ich muss etwas unternehmen. Warum kümmert sich dieser hirnlose Abt überhaupt um den Tod eines nutzlosen Furzes wie Laurens Rotvogel? Mächtige Menschen ärgern sich, wenn andere mächtige Menschen ermordet werden. Diese Angelegenheit könnte die Existenz der Abtei bedrohen. Oh nein, die Abtei, wer schert sich schon um diesen heuchlerischen Mistkerle? In jedem Fall hängt Andreas' Fähigkeit, Pieros Tod zu verhindern, vom Urteil des Erzdiakons ab. Weise oder töricht, korrupt oder aufrecht, der Erzdiakon wird der erste und möglicherweise letzte Richter um Pieros Schuld sein. Andreas muss den Erzdiakon mit Mitteln überzeugen, die Männer wie er bevorzugen. Vernunft? Wann habt ihr das letzte Mal einen Mann getroffen, der wirklich von Vernunft geleitet wurde? Weisheit? Weisheit kann geteilt werden, aber das Publikum versteht sie möglicherweise nicht. Autorität? Trotz eures Talents seid ihr nur ein Künstler. Er hat seine Macht vom Erzbischof von Freising erhalten. Ihr habt keine Autorität über ihn. Ehrlichkeit? Wir müssen allen Dingen ehrlich sein, Andreas, aber viele sind nicht bereit, die Wahrheit zu akzeptieren. Und der Preis der Ehrlichkeit kann hoch sein. Wenn Vernunft, Weisheit, Autorität und Ehrlichkeit nicht triumphieren können, was bleibt mir dann? Hoffnung. Lügen. Wahrheit. Vor allem der Glaube an die Vorsehung. Tja, was wollte dem Erzdiakon sagen, Andreas? Es gab andere Leute in Kirsa und Tassing, die Motive hatten, den Baron zu töten. Schwester Mathilda wurde vom Baron geschlagen, weil sie sich ihm widersetzte. Sie wäre fast gestorben. Warum wurde der Baron dafür nicht bestraft? Es scheint, dass der Baron außerhalb der Gerechtigkeit stand, zumindest zu jener Zeit. Bruder Cecilia schickte Schwester Mathilda in eine Einsiedelei, damit sie sich fernab der übrigen unterholen konnte. Wie seid ihr zu diesem Verständnis gekommen? Bruder Cecilia erzählte mir, dass der Baron bei seinem letzten Besuch eine Nonne bedrängt hatte, wollte aber nicht mehr sagen. Ich schlüpfte nach Einbruch der Dunkelheit in die Bibliothek der Abtei und ersuchte die Aufnahmeunterlagen der Nonnen. Um den Namen der Schwester zu erfahren. Als ich den Namen kannte, stellte sich Mutter Cecilia erneut zur Rede und sie erzählte mir, was passiert war. Ihr habt viel riskiert, als ihr in die Bibliothek eingedrungen seid. Richtig, Andreas, könnt ihr die Mönche und Nonnen bei der Fleischeslust gesehen haben. Skandalöses Verhalten. Lorenz konnte einer Nonne seinen Willen nicht aufzwingen und hat sie dafür fast getötet. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass mich das überrascht. Schwester Mathildas Motiv ist stark, aber wie könnte sie den Baron getötet haben? Möglicherweise hat sie ihn mit einer Schaufel geschlagen. Ich habe eine blutige Schaufel im Klostergarten gefunden. Sie behauptet, sie habe damit kleine Kaninchen getötet. Eine plausible Waffe, kleine Frage. Schade, dass wir nicht bestätigen können, ob das Blut auf dem Werkzeug Lorenz gehört. Sächtet ihr noch andere? Gera Ferenc befürchtete, dass der Baron seine okkulten Interesse den Inquisitoren melden würde. Wie das? Prior Ferenc und der Baron teilten eine Faszination für okkulte Texte. Der Baron drängte den Prior während seines Besuchs in Kirsa ein Ritual für ihn durchzuführen. Als Ferenc sich weigerte, drohte der Baron, ihn der Inquisition auszuliefern. Wie seid ihr an dieses Wissen gelangt? Ich habe schriftliche Beweise gefunden, einen Brief von Ferenc an den Baron, in dem er all diese Dinge bespricht. Es ist sehr gefährlich, wenn sie ein Mönch dem Okkulten verschreibt, seine Seele könne in Gefahr geraten. Vergesst die Seele, er hätte entmachtet, exkommuniziert oder getötet werden können. Alles für ein bisschen Neugier. Es ist besser, dumm und ignorant zu bleiben, so sehe ich das.
Wir sind uns dessen bewusst. Die Gier nach Wissen kann ebenso gefährlich sein wie jedes andere Verlangen. Stimmt. Vielleicht glaubte Prior Ferenc, sein Glaube würde ihn gegen die Versuchungen eines solchen Wissens verteidigen. Trotzdem würde ich ihm die bloße Suche, das Erwerben und das Lesen dieser Bücher dem Misstrauen der Inquisition aussetzen. Ich fand auch eine Geheimschrift, die der Prior auf seinem Schreibtisch im Skriptorium zurückgelassen hatte. Als ich sie entziffert hatte, führte mich die Nachricht zu einem frisch geöffneten Grab auf dem Friedhof. Ich habe Bruder Volkbert überredet, das fragliche Grab auszuheben. Was habt ihr darin gefunden? Okkulte Werkzeuge, die Ferenc versteckt hatte. Warum sie verstecken und warum die Nachricht hinterlassen? Ich vermute, er hat sie versteckt, falls der Baron seine Bedrohung wahr machen würde, in gewisse Ton nach Kirsa zu rufen. Was die Nachricht angeht, ich bin nicht sicher. Prior Ferenc fürchtet den Verlust seines Status, seines Lebens oder sogar der Gnade Gottes. Männer haben schon für weniger getötet. Wie könnte der Prior die Tat verbracht haben? Möglicherweise hat er den Baron mit einem silbernen Stab getötet. Der Prior führt damit seine Rituale aus und es gibt Spuren darauf. Wenn das die Waffe war, hat sie zumindest eine gewisse dramatische Wirkung. Es dürfte sich als schwierig erweisen, einen Prior wegen Mordes zu verurteilen, aber wenn die Beweise erdrückend sind, sollte der Erzdiakon die Weisheit darin sehen. Verdächtigt ihr noch andere? Ich habe keine weiteren Verdächtigen gefunden. Ihr habt ein würdiges Geheimnis vor dieses Gericht gebracht, Andreas. Ich bitte zu Gott, dass wir euch die nötige Einsicht gegeben haben, um die kommende Herausforderung zu meistern. Vielen Dank, Eure Majestät. Ich bin bereit für den Tag. Bevor ihr geht, Andreas, gibt es noch andere Sachen zu beachten. Ihr werdet zum Erzdiakon gerufen, um ihm zu berichten, was ihr wisst. Aber ihr braucht ihm nicht alles zu erzählen. Ich glaube, ich verstehe. Es gibt Gründe für eine edle Lüge. Das ist keiner von ihnen. Warum? Der Baron ist tot. Alle, die ein Motiv hatten, ihn zu töten, litten entweder direkt oder indirekt unter seiner Bösartigkeit. Dem Erzdiakon einen Namen zu nennen, kann dessen Träger gefährden, egal ob er etwas mit dem Mord zu tun hat oder nicht. Richtig. Es ergibt keinen Sinn, alle bis zur Hüfte in den Dreck zu werfen. Ich protestiere gegen jeden Versuch der Täuschung, aber letztlich müsst ihr eurem eigenen Gewissen folgen, Andreas. Es bleibt nur wenig Zeit, bis ihr vor den Erzdiakon treten müsst. Nutzt sie mit Bedacht. Ich werde mein Bestes tun. Bis bald, Andreas. Gott sei mit euch. Mit euch, Eure Majestät. Schau mal, dass ich noch schnell Linhardt irgendwie Zeit zurück an die Arbeit zu gehen. Weil das lässt mir dann doch keine Ruhe. Der Linhardt hat sich mit ihm gestritten. Man hat jemanden verloren. Mal sehen, ob ich das jetzt noch schnell klären kann. Ich muss ja erst zur Nonne. Zum Erzbischof. So. Zimmermannhaus? Nee, brauche ich nicht. So, und ich muss zur Stadtmitte. Und da arbeitet Lennart. Hallo Andreas. Braucht ihr etwas? Beim Essen ist mir etwas eingefallen. Andreas, ich habe Arbeit zu erledigen. Bruder Thomas braucht mich, um in der Kirche zu helfen. Danach gehe ich mit dem Alten oder Amen. Wenn ihr keine Mauer oder einen Kamin habt, den ich reparieren soll, dann lasst mich in Frieden. Ich sehe, ihr seid beschäftigt, also halte ich es kurz. Ich hatte gehofft, euch ein paar Fragen über Baron Rotvogel zu stellen. Ich glaube nicht. Nein, aber es wird nur einen Augenblick dauern. Stellt eure Fragen wem anderen. Als der Baron in Tassin ankam, sah ich, wie ihr ihn angeschrien habt. Worum ging es da? Andreas, ich verstehe nicht, weshalb ihr so wortkarg seid. Ich versuche zu arbeiten und ihr lenkt mich ab. Lasst mich in Frieden. Es scheint mir nicht aufrichtig zu sein, im Gegenteil in großer Eile wegzukommen. Wenn ich hier warte, geht er vielleicht und ich kann beobachten, was er macht. Aber was sollte ich jetzt tun? Wahrscheinlich dauert es eine Weile. Ich folge Linhardt jetzt, wenn ich kann. Okay, dann nimmt seine Angel. Den Eimer und geht. Stimmt etwas nicht mit dem Becken des Zimmermanns?
ist ja auch so, es auf Schimmelpilze. Der Fluch des heiligen Viagrius. Ihr solltet zu diesem netten Arzt in der Stadt gehen, Dr. Stolz. Unter uns hat eine wunderbare Salbe. Die ist deutlich wohltuender als Schimmel. Vielen Dank. Natürlich, Andreas. Ich bin... Die Gärten ist genug zu essen. Ihr seht, was ist mager aus. Nehmt etwas von diesem Brot. Das sollte euch aufnehmen. Es geht nichts über Brot, um den Geist zu stärken. Ich liefere es an Vater Thomas. Wisst ihr, wie sehr er sein Brot liebt? Er ist ein ziemlicher Brotliebhaber, mein Lieblingskunde. Haha. So. Ihr solltet öfter zum Bäcker kommen, Andreas. Anne würde euch gerne sehen. Es ist so süß, wenn sie versucht, euren Hut zu stehlen. Verzeiht mir, Gret, aber mir fällt gerade ein, dass ich die Tür der Gärtners offen gelassen habe. Bis später. Oh, natürlich, bis später. So. Lädt. Meister Maler, endlich kommt ihr in die Kirche und dabei ist nicht einmal Sonntag. Guten Tag. Habt ihr Lennart gesehen? Ist irgendwo auf der Kirche von Hitzsteine. Warum fragt ihr? Konkret. Guten Tag, Herr Thomas. Wie geht es meinem Lieblingskunden? Ah, Gret, ihr wisst, dass ich ohne mein Roggenbrot nicht leben kann. Ihr seid so gütig. Bitte genießt es mit meinen besten Wünschen. Ich sollte gehen. Alles Gute, ihr beiden. Samt folgen Lennart. Das gelingt uns, also ich sage jetzt mal so, eher schlecht als recht. Verdeckter Ermittler sollten wir nicht werden. Hier ist Lennart. Andreas hat euch gesucht. Andreas, was führt euch in die Kirche? Lennart, lange nicht gesehen. Wie geht es euch? Immer noch wütend? Habt ihr euch in den 10 Minuten seit unserem letzten Gespräch den Kopf gestoßen? Folgt ihr mir, Andreas? Nichts sagen. Gottes Verdammnis, Andreas. Spielt mir nicht den Dummen vor. Lennart, lass den Mann in Ruhe. Wir sprachen gerade über die Kirche. Alles gut. Jetzt sagt mir, wie ist meine Wand? Der Schaden ist nicht zu schwer zu reparieren. Ich kann nächste Woche machen. Ich kann die umgefallenen Steine jetzt wieder aufstellen. Das wäre wunderbar. Ich bin sicher, die Dame wüsste es auch zu schätzen. Aber bitte geht kein Risiko ein. Holt euch eine jüngere Männer, die euch helfen. Braucht ihr Hilfe, Lennart? Offensichtlich nicht. Kraft hat er. Guten Tag, Vater Thomas. Andreas? Lennart, bis bald. Arbeite nicht so hart, ja? Selbst in seinem Alter ist Lennart recht kräftig. New York kann ihm mit seiner Stärke mithalten. So, jetzt ist Lennart fertig. Ich danke für eure Arbeit, Lennart. Lennart folgen. Ich mache ja gar kein Gewese. Auf Wiedersehen. Sehr ungewöhnlicher Mann. Guter Gott, die armen Fische. Bis später, Otto. Wo geht er hin?
Ja, da geht in die Salzmine. Dann folgen wir ihm mal. Blumen dabei. Das ist eine Grabtafel. Oder eine Gedenktafel oder irgendwas. Das wird das Grab sein. Zwei Unschuldige. Da haben wir's. Das ist seltsam. Sind hier zwei Menschen begraben? Kinder vielleicht? Ich denke, die Tochter von Linhard und deren Kind. Könnten sie Linhards Kinder sein? Aber warum sie dann außerhalb des Kirchhofs begraben werden? Weil sie Selbstmörder sind. Es ist fast so, als würde jemand versuchen, sie zu verstecken. Oh, er hinterließ. Und er hinterließ eine Nachricht mit den Blumen. Ach, du Großgüte. Gedenke des Mädchens. Ein Grab für zwei Unschuldige. Der rote Vogel fliegt. Matutine, Kapitel aus. Seine Tochter. Und die war schwanger. Ähnlich wie die anderen Nachrichten, die ich gefunden habe. Jemand wollte Linhard in den Kapitelsaal locken, um Baron Rotvogel zu töten. Es bleibt abzuwarten, ob er es getan hat. Verdammt, ich habe Linhard verloren. Dieses Grab scheint ihm wichtig zu sein. Aber kann es Motiv genug sein, Lorenz zu töten? Ich werde es erst wissen, wenn ich herausgefunden habe, wer hier begraben ist. Wer könnte mir das sagen? Beatas Grab. Beate. Menschen, Beate. Schauen wir mal, ob Beate vermerkt ist. Brigitta ist da, aber Beate nicht. Brigitta, Brigitta, Brigitta. Vielleicht steht bei der Tochter von Agnes und Lennart. Ehefrau, Mutter von Wolf. Sie wohnt mit ihrem Mann auf dem Hof. Eng befreundet mit Veronika Bauer. Nee, das ist es nicht. Beate wird jedenfalls jetzt nicht erwähnt. Tagebuch. Jakob Estler, der Erzirkel ist in der Abtei Kirsauer, wird alle befragen. Von Nona in den Kapitelsaal. Okkulte Hände. Der hat eine Menge Dreck am Stecken. So, Baron Nona haben wir abgeschlossen. Gutes Steinmetzen. Gut, ich sollte jemanden finden, mit dem ich essen kann. Wo würde ich jetzt hingehen zum Essen? Zu Linhard kann ich nicht gehen. Johann Bauer. Die Frauen von dem Bauer, die haben da so gerne geredet. Zu den Albans kann ich gehen, zu Otto kann ich gehen, Hebamme, Alban, zu Kret. Könnte Kret? Gehe ich zu Kret oder gehe ich zu den Bauers? Hallo Andreas.
Veronika nicht. Wer kann uns sehen? Schönen Nachmittag, Mädchen. Seid ihr auch zum Schwimmen hier? Ich glaube nicht, dass Franz oder Johann es begrüßen würden, wenn ich mich euch anschließen würde. Ja, wahrscheinlich nicht. Oh mein Gott, ladet ihn bloß nicht ein. Keine Sorge, bitte, er macht nichts Schlimmes. Er macht doch nichts Schlimmes, oder? Ich war spazieren. Ich wusste nicht, dass ihr beide hier seid. Nun, das sind wir aber. Und ihr solltet es nicht sein. Wir sollten zurückgehen zum Essen. Mama wird sich schon fragen, wo ich bin. Ich gehe nicht raus, solange er hier ist. Oh, ich erkenne euer Dilemma. Ich werde gehen. Ist schon gut. Ist es nicht? Franz wird fuchsteufelswild wild werden. Lasst es euch schmecken, Andreas. Okay, dann ist also die... Hey, halt. So, noch hier. Ja. Da. Ich habe gedacht, jetzt kann man sich da drin verstecken. Weil die Veronika, die weiß vielleicht einiges. Ich muss mich entscheiden. Gehe ich zu Agnes? Ich denke, ich gehe zu den Albans. Oh, ich bin... Oh, was mache ich? Albern auch zu den Franzens. Ich denke, ich gehe zu den... zu Johann. Also in der Hoffnung, dass die... Schwestern was sagen. Hedi. Hey Andreas, habt ihr schon Pläne fürs Mittagessen? Oder solltet ihr zu uns an den Tisch kommen? Sehr gern, geht voran, Hedi. Das höre ich doch gern, ich verhungere schon. Segne uns, o Herr, und diese deine Gaben, die wir durch deine Gnade erfahren. Durch Christus, unseren Herrn. Amen, 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 Amen. Amen. So, na denn. Es gab ein großes Chaos in der Abtei, nicht wahr, Andreas? Ich habe die Glocken durchs ganze Tal gehört. Klang, als würden die Mönche zum Krieg läuten. Habt ihr nicht gehört? Ein Mann... Ein Mann wurde ermordet, der Baron Rotvogel. Er fliegt schon los. Ihr werdet in Tassing nicht so viele finden, die einen toten Adligen beweinen. Ich kann es nicht glauben, dass du nicht davon gehört hast, Johann. Bist du aus der Zeit gefallen? Ich beteilige mich nicht an Geschwätz, das ist deine Aufgabe. Verdammt richtig. Ich gebe zu, dass mich das interessiert, am Mord an der Abtei. Wie konnte das geschehen? Jemand hat dem Baron einen Schlag auf den Hinterkopf verpasst, mit einem Gegenstand, der groß und schwer genug war, um seinen Schädel zu brechen. Mein Lehrmeister Bruder Piero wurde bei der Leiche gefunden, aber er ist zu schwach, um der Mörder zu sein. Schrecklich. Und das Blut? War sie überall? Ein bisschen. Schade, erzählt mir von der Wunde. Konntet ihr sie sehen? Herrgott, Mutter. Ich bin ja nur neugierig. Es geschieht ja nicht alle Tage, dass ein Mann am helllichten Tag ermordet wird. Was, wenn ich mich schützen muss? Du benimmst dich komisch, Mutter. Komisch und betrunken. Aha. Habt ihr einen Verdacht, wer es gewesen sein könnte, wenn es nicht Bruder Piero war? Der Baron hat viele Feinde in der Stadt und in der Abtei. Ungeheuerlich, dass jemand aus Tassing ein Mörder sein könnte. Sagt das nicht.
Reiß dich zusammen, Hansi. Ein Adelsmörder wird sich nicht für dich interessieren. Hey, was soll das denn heißen? Der, der den Baron getötet hat, muss ja dumm wie ein Sack Steine sein. Oder sehr wütend. Mir würden da ein paar Stadtbewohner einfallen, auf die diese Beschreibung passt. Ich will's nicht hören, was immer ihr vorhabt. Das kann kein gutes Ende nehmen, Andreas. Sobald es um die Kirche und den Adel geht, kriegen die Bauern nur einen Scheißdreck. Aus dem einen oder anderen Ende, das spielt dann keine Rolle. Eklig, Vater. Hihi. Was, ich habe recht? Hans denkt doch, dass ich recht habe. Nicht wahr, mein Sohn? Immer, Vater. Zumindest hat Gott mich mit einem artigen Kind gesegnet. Pah, was für ein Schleimer. Zur Sache mit der Kirche. Hat Johann euch erzählt, dass der Abt unser Leben zugrunde richten will? Nein. Wir wollten unseren Hof vergrößern, aber die Abgaben an den Abt machen das unmöglich. Wir können nicht genug Gerste anbauen, um zu versorgen, dem Müller Zoll zu zahlen und der Abtei ihren Anteil zu geben. Das ist unchristlich. Es ist nicht richtig, wie man euch und die anderen Bauern behandelt. Das stimmt. Jetzt, da Ranich Kemper den Löffel abgegeben hat, wird die alte Hexe bald ihr Land verlieren. Sobald Ottilia fort ist, können wir ihr Land kaufen, so Gott will. Nicht, wenn Onkel Franz zuerst da ist. Ich kann es nicht glauben, sie ist eine alte Witwe, die alleine lebt. Wir sollten uns um sie kümmern und sie nicht wie die Aasgeier rupfen. Sei still, ja Gott nochmal. Wie kannst du es wagen, so mit deinem Vater zu sprechen? Wollt ihr meinen Rat hören? Mischt euch nicht ein. Sie benehmen sich nach mehr als einer Stunde im selben Zimmer immer so. Ich krieg hier auch nichts raus über den Linhard, ey. Othea, tut mir leid. Hilf mir, wir werden uns ernsthaft über dein Benehmen unterhalten müssen. Jetzt bekommst du Ärger. Du kannst mich mal, Hans. So, es reicht jetzt. Andreas, schön war's, aber ich muss ein ernstes Wörtchen mit meinen undankbaren Kindern reden. Ihr findet den Weg sicher selbst. Dein Herz sei mir rechten Fleck. Ich wünsche, dafür würde ich nicht den Hintern versohlt kriegen. Ich muss mich im Kapitelsaal mit dem Erzdiakon treffen. Schau mal, vielleicht lässt der Linhard noch was gucken. Andreas, macht schnell. Ich wollte euch wegen des Grabes der zwei Unschuldigen befragen im Wald. Ich sah, wie ihr da Blumen abgelegt habt. Für wen waren die? Das geht euch nichts an. Ich rede nicht weiter darüber, Andreas. Fragt nicht nochmal. Ich habe die Notiz gefunden, die ihr im Wald gelassen habt. Gedenkt des Mädchens, ein Grab für zwei Unschuldige, der rote Vogel fliegt, Matutine, Kapitel. Wisst ihr, woher das kam? Nein. Nein, und? Mehr bekommt ihr von mir nicht, Andreas. Seid ihr fertig? Ein Grab für zwei Unschuldige, ist das nicht das Grab im Wald? Ich sah, wie ihr da Blumen abgelegt habt. Für wen waren die? Das geht euch nichts an. Ich rede nicht mehr darüber, Andreas. Frag nicht noch einmal. Vielleicht ein andermal. Mit ihm komme ich nirgendwo hin. Vielleicht kann ihm seine Frau Agnes weiterhelfen. Vielleicht ein andermal. Bis dann. So, ist Agnes hier? Da ist sie. Guten Tag, Andreas. Guten Tag, Agnes.
Wolltet ihr sonst noch etwas? Ihr scheint zu zögern. Ich hoffte, mit euch über das Grab im Wald zu reden. Ich habe versucht, den glücklichen Linhard darauf anzusprechen, aber er wollte nicht darüber reden. Ah ja, das klingt nach meinem Mann. Es geht mich eigentlich gar nichts an, aber ein geheimes Grab im Wald zu besuchen ist ungewöhnlich. Sollten wir nicht für die Seelen der Toten beten, Andreas? Die Toten ruhen zumeist auf dem Gottesacker. Wer musste denn bei der Salzmine begraben werden? Es ist das Grab unserer erstgeborenen Tochter Beate. Sie hatte eine Affäre mit Baron Rotvogel und wurde schwanger. Der Baron übernahm keine Verantwortung für sein Tun. Beate war am Boden zerstört. Hätte sie nicht einen der Männer aus der Stadt heiraten können? Ja, das haben wir ja gesagt, dass es keinen Grund zur Sorge gibt. Es ist nicht so ungewöhnlich, selbst in einer kleinen Stadt wie der unseren. Wie traf sie denn Baron Rotvogel? Der Baron traf Beate bei einer seiner Besuche in der Stadt. Sie gefiel ihm. War sie besonders hübsch, dass sie die Aufmerksamkeit eines Barons erregte? Sie war meine Tochter, Andreas. Natürlich war sie für mich wunderschön. Er hat ja viele Versprechen gemacht, Versprechen, die er nicht halten konnte oder wollte. Beate war kein Kind, aber sie hatte ein wenig Erfahrung mit Männern und den Dingen, die sie sagen, um ihren Willen durchzusetzen. Als zwei Zyklen vergangen waren, kam sie zu mir. Wir hatten es bereits mit ihrer Schwester durchgemacht. War das vor oder nach der Heirat von Brigitte und Martin? Vorher. Oh. Was seltsam ist, weil Brigitte jünger ist oder war. Unsere Mädchen waren beide in Schwierigkeiten geraten. Aber Beate wusste, dass wir nicht wütend sein würden. Linhard ist ein ruppiger Mann, aber er liebte unsere beiden Töchter, egal was passierte. Warum ist sie nicht auf dem Gottesacker begraben? Sie wollte ihren Blutungszyklus wiederherstellen und die Schwangerschaft beenden. Ich wollte ihr nicht helfen, also hat sie sich selbst geholfen, mit der Medizin, die ich bei anderen Frauen verwende. Es war ein Unfall, Gott weiß es. Auch wenn die Kirche anders denkt. Eine Sache noch, wegen Linhard. Glaubt ihr, er macht den Baron für Beates Tod verantwortlich? Ich denke, alle, die sie geliebt haben, tun das irgendwo. Ich wünschte, ihr hättet sie kennengelernt können, Andreas, so eine wunderbare, aufgeweckte Seele. Aber das wollt ihr nicht wissen, oder? Ihr wollt wissen, ob mein Ehemann euren Freund getötet hat. Wir könnten einander kaum, sei es wie es sei. Mein Ehemann ist kein Mörder. Ich bedauere, dass ich euch nicht unbesehen glauben kann, Bruder Pieros Leben steht auf dem Spiel. Aber ich lasse euch in Ruhe, gehabt euch wohl, Agnes. Und ihr ebenso. Okay. Damit haben wir auch das Rätsel als Lösung. Oder zumindest einen weiteren. Okay. Also, dann gehen wir mal zum Erzdiakon. Vielleicht noch mit Klaus reden. Hallo Andreas. Bin ich hier anzubieten? Thomas? Gott mit euch. Na, jetzt will niemand mehr mit mir reden. Hallo Till. Na dann. Viele Möglichkeiten habe ich nicht.
Bitte nennt euren Namen für unsere Aufzeichnung. Andreas, Sohn von Josef Mahler, Meisterkünstler aus Nürnberg. Was macht ein Künstler in der Abtei von Kirsau? Die Abtei schuldet einigen wohlhabenden Patronen auf. Arnold, bitte schreibe das auf. Ich glaube, wir können beginnen. Natürlich, eure Hochwürden. Nun denn, Meister Mahler, welcher Art war Ihre Beziehung zu Lorenz, dem Baron Rotvogel? Ich kannte ihn erst einen Tag lang, aber wir waren einander freundlich gesinnt. Hatte den Eindruck, euch ein Bild von ihm als Mensch gemacht zu haben. Ja, euer Hochwürden. Wie würdet ihr ihn beschreiben? Ein Adliger mit all den Vorzügen und Nachteilen, die sein Titel mit sich bringt. Habt ihr ein Problem mit dem Adel, Meister Mahler? Nein, nein, so meinte ich das nicht. Gut, glaubt ihr, dass jemand anderes ein Problem mit ihm gehabt haben könnte? Mir würden einige Leute einfallen, eure Hochwürden. Gut, das kann uns helfen, diese Probleme vor uns aus dem Weg zu räumen. Der Baron Rotvogel wurde hier ermordet, in diesem Raum. Jemand ist der Täter. Pater Gernot glaubt, es war einer seiner Mönche, Bruder Piero. Ich habe Bruder Piero getroffen und ihn lange befragt. Obwohl es unwahrscheinlich erscheint, dass ein Mann von seinem Alter und Gemüt den Baron ermordet hat, wurde er in Flagranti erwischt. Das wurde er allerdings nicht. Der Baron war schon tot. Schweigt. Wenn ihr für den Bruder Piero sprechen wollt, schlage ich vor, dass ihr euren Mund haltet, bis ich eine Frage stelle. Piero hatte Grund, den Baron zu grollen. Der Verlust seiner Arbeit, das Beharren, die Schriften des Störenfrieds aus Wittenberg zu diskutieren und was sein Alter und seine Gebrechlichkeit betrifft, so habe ich von vielen Fällen gelesen, denen ein Mann von geringer Stärke den Versuchungen des Teufels erliegt. Wenn er vom teuflischen Fieber übermannt wird, erhält der arme Sünder eine infernalische Kraft, mit der er anderen schwere Wunden zufügen kann. Manche sogar tödlich. Ich will damit sagen, dass Bruder Piero trotz der seltsamen Umstände der wahrscheinlichste Täter für diese abscheuliche Tat ist. Ich verstehe, dass ihr mit Bruder Piero freundschaftlich verbunden seid. Ihr habt in der Stadt und in der Abtei auch mit dem Baron verkehrt. Habt ihr irgendwas beobachtet, das vermuten lässt, dass jemand anderes Baron Rotvogel ermordet haben könnte? Der Prior der Abtei, Ferenc, hat sich am Tag der Ankunft des Barons verdächtig verhalten. Er könnte ein Motiv haben. Das ist eine waghalsige Behauptung, Andreas. Der Abt spricht in höchsten Tönen vom Prior und überwachte die eure und Bruder Pieros Arbeit, nicht wahr? Ja, euer Hochwürden. Eine solche außergewöhnliche Behauptung erfordert außergewöhnliche Beweise, damit ich sie ernst nehmen kann. Warum sollte ich eher einem Künstler als einem geachteten Mönch dieser Abtei glauben? Ich kann das Motiv des Prior Ferenc belegen. Bitte tut es. Baron Rotvogel und Prior Ferenc schrieben einander Briefe. Am Tag, an dem der Baron angekommen ist, habe ich heimlich Prior Ferenc im Skriptorium beobachtet. War das eine absichtlich verdeckte Beobachtung? Nein, ich habe allein gearbeitet und hatte etwas auf den Boden fallen lassen. Der Prior wusste nicht, dass ich da bin. Sehr gut, fort. Er hat eine Nachricht verfasst, eine geheime Botschaft in einem Buch. Als ich sie mit einer Volvelle entschlüsseln konnte, führte sie mich zu einem Grab auf dem Friedhof. Es ist bereits alles sehr verworren, Meister Mahler. Was hat das mit dem Motiv des Priors zu tun? In diesem Grab habe ich eine Handvoll geheimnisvoller Gegenstände gefunden. Ein Messer, ein Teller und einen Kelch. Alle versehen mit magischen Symbolen. Die Erde war erst vor kurzer Zeit umgegraben worden. Der Prior muss sie dort am Tag der Ankunft des Barons vergraben haben. Während der Besitz dieser Gegenstände tatheiklich ist, sehe ich noch nicht, welche Verbindung der Prior Ferenc und der Baron teilen.
Abgesehen vom zeitlichen Zusammentreffen der Ankunft des Barons und dem Vergraben der Gegenstände. Also habt ihr weitere Beweise, die den Prior belasten? Baron Rotvogel und Prior schrieben einander Briefe, in denen es um die Durchführung eines magischen Rituals während des Berufs des Barons ging. Habt ihr dafür Beweise? Ich habe einen Brief, den der Prior an den Baron geschrieben hat. Darin erwähnt der Prior, dass er kein Ritual für den Baron durchführen wird, selbst wenn der Baron seine Drohung wahr werden ließ, ihn vor den Inquisitoren aus Innsbruck zu belasten. Eine Anschaltung der Nekromantie ist eine ernste Angelegenheit. Die Stellung des Priors wäre in Gefahr, möglicherweise sogar sein Leben. Und wie soll Prior Ferring den Baron getötet haben? Ich bete, dass er kein magisches Ritual nennt. Ich habe einen silbernen Stab gefunden, der Prior Ferrens gehört. Daran war getrocknetes Blut zu finden. Ein silberner Stab? Wahrscheinlich ein Werkzeug für Zauberei. Größe und Gewicht passen allerdings zur Kopfverletzung des Barons. Wie kam er in den Besitz dieses Gegenstands? Ich fand ihn bei den anderen okkulten Gegenständen in dem Sack. Ich verstehe. Vielen Dank. Gibt es sonst noch etwas zum Prior zu sagen? Nein, euer Hochwürden. Nun gut. Wer sonst hätte den Baron tot sehen wollen? Lennart Steinhauer. Ich glaube, sein Name ist in unserer Befragung noch nicht gefallen. Der Steinmetz der Stadt. Also gut, was verbindet einen städtischen Steinmetzen mit einem Edelmann aus Worms? Ich habe mindestens drei andere Bauern. Streit. Lennart war wütend auf den Baron wegen dessen Rolle beim Tod seiner Tochter. Glaubte der Steinmetz, der Baron hätte diese junge Frau ermordet? Nein, sie nahm sich selbst das Leben, aber Lennart gab dem Baron die Schuld dafür. Ich kann nicht ganz folgen, Meister Maler. Was hat das mit dem Baron und dem Steinmetz zu tun? Bei seinem letzten Besuch vor einigen Jahren warb der Baron Lennarts Tochter, verließ sie dann aber. Eine Zeit nach der Abreise des Barons bemerkte Beate, dass sie schwanger war. Der Steinmetz und seine Frau taten ihr Bestes, aber Beate wollte das Kind nicht behalten. Sie versuchte, die Schwangerschaft mit der Medizin ihrer Mutter abzubrechen. Mutters Medizin? Agnes Steinhauerin ist die Hebamme der Stadt. Verstehe. Am Ende forderte die Medizin ihr Leben. Und das ihres ungeborenen Kindes, nehme ich an. Und dieser Steinmetz, Lennart Steinhauer, hegte die ganze Zeit einen Groll? Sie stritten sich, das weiß ich. Ich habe es am Morgen der Ankunft des Barons gesehen. Und wie soll dieser Steinmetz den Baron getötet haben? Er ist ziemlich stark. Ja? Ich sage nur, dass es möglich ist, dass er den Mord begangen hat. Eure Meinung ist zur Kenntnis genommen, Meister Maler. Gibt es noch jemanden, von dem Sie denken, dass er dem Baron das hätte antun können? Ich kann mir niemanden sonst vorstellen, der dem Baron etwas zuleide tun würde, euer Hochwürden. Nun gut, wissen Sie sonst noch etwas, das in diesem Fall Licht ins Dunkel bringen könnte? Der Bruder Ludolf Florian euch von der Nachricht erzählt, die er in der Kleidung des Barons gefunden hat. Ja, Bruder Florian hat erklärt, wie er sie gefunden hat und mir gesagt, was drin steht. Meister Adeljäger hat seine Zeugenaussage in unseren Unterlagen eingetragen. Eure Beschreibung der Vorfälle zwischen dem Baron und Beate Steinerin erklärt die Bedeutung. Denkt ihr nicht, dass der Steinmetz sie geschrieben hat? Nein, wer diese Nachricht geschrieben hat, ist ein talentierter Schreiber. Soweit ich weiß, gibt es in Kirsau zwei, den älteren Bruder Edok und den jüngeren Bruder Guy. Euer Hochwürden, um ehrlich zu sein, keiner der beiden Männer ist erfahren genug, um so zu schreiben. Die Schrift ist besonders, der Stil ist anders, sie ähnelt Edok und Guys Schrift nicht, auch nicht meiner. Ja nun, was diese Sonderheiten auch sein mögen, sie scheinen ein Mysterium zu bleiben, das nichts mit dem Mord zu tun hat. Leider gibt es noch etwas zu berichten, ich habe weitere Nachrichten gefunden. Nachrichten von gleicher Hand, auf dem gleichen Pergament, gerichtet an jene, die ein Motiv hat, den Baron zu ermorden. Das ist zutiefst verstörend, aber das geht ebenfalls über den Umfang meiner Untersuchung hinaus. Ich danke euch in jedem Fall dafür, dass ihr mich darüber unterrichtet habt. Natürlich, euer Hochwürden. Nochmals vielen Dank für eure Zeit, Meister Maler. Wäre es vermessen von mir, meine Meinung darüber zu äußern, wer der Mörder ist? Überhaupt nicht. Ihr seid ein gebildeter Mann und habt
euch bei dieser Untersuchung angemessen verhalten. Ich behalte mir natürlich das endgültige Urteil vor, aber wer hat eurer Meinung nach den Baron getötet? Unter Berücksichtigung aller Beweise. Prior Ferens, euer Hochwürden. Auch andere hatten vielleicht ein Motiv. Aber Prior Ferens hatte am meisten zu verlieren. Ist zur Kenntnis genommen. Ich weiß einen Beitrag zu dieser Untersuchung zu schätzen. Danke für eure Zeit und Offenheit. Sehr gerne, euer Hochwürden. Bis später, Meister Mauler. Bis dann, euer Hochwürden. Das ist gerade nochmal gut gegangen. Letzter Tag des Gesetzes. Andreas. Ich dachte nicht, dass ihr kommen würdet. Das dachte ich auch nicht. Ich wollte doch sehen, wie alles ausgeht. Es war der Prior der Abtei. Ist das zu glauben? Habt ihr je mit ihm in der Abtei gesprochen, Andreas? Ihr habt den Prozess verpasst, Andreas. Der erste Diakon hat alle Anklagen verlesen und ihn für schuldig erklärt. Aber es wurde auch Zeit. Ah, da kommt die Prozession. Habe ich etwas verpasst? Nein, alles in Ordnung. Andreas? Otto? Ja, Brigitta mit dem Wolf. Agnes D. Kitolis, Brigitta Mundi. Ich war es nicht, Gott weiß es, auch wenn ihr es nicht wisst. Das darf nicht geschehen, das darf nicht geschehen. Agnes D. Kitolis. Rennt wie ein Angsthase. Ruhe, Ruhe. Ich befehle dem Henker, seine Pflicht zu erfüllen. Ich garantiere ihm Frieden und sicheres Geleit, was immer ihm widerfahren mag. Zuschauen. Mein Gott, mein Gott. Stillhalten. Nein, nein, nein. Oh. Du hast gehandelt, wie unter dem Gesetz es verlangt. Dafür danke ich Gott und meinem Herrn, der mich diese Kunst gelehrt hat. Und das ist sauber ausgeführt worden, aber nicht. Ich weiß, dies war dein Werk, Andreas. Klar, das mit dem Erzdiakon, das hat nichts mit mir zu tun. Der Erzdiakon hätte ohne deine Aussage nicht das Urteil gefällt. Ich habe alles gelesen. Ich habe nichts Unwahres gesagt. Du bist nicht länger willkommen im Kirsau, Andreas Mahler. Ich werde deine letzte Zahlung an die Gärtners schicken. Ich wünsche dir eine lange und erfolgreiche Karriere in Nürnberg und dass dich dein Weg nie wieder hierher führt. Trennung. Andreas, ist die Zeit gekommen, dass du uns verlässt? Ja, ich fürchte schon, Bruder Piero. Der Abschied muss kurz ausfallen, Vater Gernot hat sehr deutlich gemacht, dass ich in Kirsau nicht mehr willkommen bin. Ich bete, dass die Zeit das Herz von Vater erweichen wird. Hoffentlich begreift er eines Tages, dass du mir nur mir helfen wolltest. Ein trauriger Abschied, aber er war wohl unvermeidbar. Ich hatte gehofft, du hättest noch etwas länger bleiben können. Aber die Welt braucht dich mehr, als Kirsau es tut. Du bist dieser alten Abtei entwachsen und selbst zum Meister geworden. Ich werde dich vermissen, mein Sohn. Und ich dich. Komm, dein Meisterstück ist verendet. Darf ich es ein letztes Mal in Baron Mumm, bevor du gehst? Bitte, ich schätze deine Meinung.
Die Meinung eines alten Mönchs zählt wenig. Dennoch bin ich froh, es endlich abgeschlossen zu sehen. Und ich bin gespannt. Oh, schön. Toll. Es ist ein Meisterstück, ganz im Sinne des Wortes. Und mir scheint, du hast dir meinen Ratschlag zu Herzen genommen. Welcher Ratschlag war das? Dich selbst ins Werk zu geben. Nicht um die Arbeit anderer Künstler zu interpretieren, sondern sie in etwas Wahres zu transformieren. Hier. Schön. Es zeigt die Welt, wie sie ist. Wie du sie gesehen hast. Auch wenn sie nicht ist, wie wir sie sehen wollen. Es ist nicht an mir, das zu sagen, aber ich bin stolz auf dich, Andreas. Huch. Was ist das? Ein Fetzen Pergament. Kehrt nie wieder hierher zurück. Es war nicht Ferenc. Ferenc. Wessen Schrift ist das? Sie erinnert mich weder an Bruder Edok noch an Bruder Guy. Bruder Florian, ich fand ein ähnliches Pergament in der Kleidung des Barons. Und ich habe bei den Ermittlungen noch weitere Pergamente gefunden. Der Verfasser muss die dunkelsten Geheimnisse von Stadt und Abtei gekannt haben. Diese verborgene Hand zog an den tödlichen Geheimnissen wie an Fäden, die in der Vergangenheit vergraben waren. Ein gespenstischer Gedanke, aber wer würde dergleichen tun? Ich wünschte, ich wüsste es. Gräme dich deshalb nicht zu sehr. Deine Zukunft liegt außerhalb dieser Mauern. Ich hoffe, dass du mich auf deinen Reisen noch ein, zweimal besuchen kannst, bevor mich der Herr zu sich holt. Ich komme, so oft ich kann. So fordert Arnold. Es ist nicht verbietet. Wir müssen den Glauben wahren, dass uns allen bessere Tage bevorstehen. Gott segne dich, Andreas Mahler. Danke für deine Freundschaft. Bis zum nächsten Mal. So. Das ist ein paar Jahre später. Und ich würde sagen, damit schließen wir das Ganze mal jetzt ab, diesen ersten Teil. Also der Baron, den Schiedsspruch und den Abschied von Piero und sehen uns dann hier im nächsten Teil zu Pentiment mit einem weiteren Teil der Geschichte. Und ich bin total gespannt, wie es weitergeht. Also bis dahin und ciao.